Kiste, David. Kiste. Kiste. Kiste, 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 Kiste. Was denn? Oh. Schön Springerstiefel. So muss das sein. Das wäre verwirrend, lauter nackten Dudes zuzugucken, ey. Kannst ja Nudity ausmachen, hab ich auch ausgemacht. Ja gut, es ist verpixelt, ja. Bin ich gerade nackt? Ich such dich immer noch. Ich muss gerade durch ziemlich viele Player durchwackeln. Ah, jetzt habe ich dich gefunden. Ja, du bist unten rum nackt. Was sieht lustig aus, du hast eine rote Jacke an, Stiefel und keine Hose. Nice, danke. Protecting ein Angel. Haus. You are my angel. Du sagst mir Sachen vor, ja? Richtig, ja, links dreckig. Von dir ist übrigens ein Drop. Oh, ja, hab ich gesehen. Auch ohne dich. Kappa. Ja, das Flugzeug zieht Kreise und wirft 4 Drops ab. Und dann wird es immer kleiner und dann werden die Drops immer näher. Occupied. Oh. Occupied. Aha! Oh, Schalldämpfer. Das ist maximal nutzlos. Das ist so jetzt nicht so. Das ist gut, Alter, was ich gefunden habe. Eine Schrotflinte. Ja. Oh, und Rüstung. Ja, das ist das Gute. Was ist das? Schießt da jemand oder? Weiß nicht. Armband, Schuhe. Bei der Häufigkeit würde ich auf Bomben betten. Oh. Ah, fuck it. Ich noob, Alter. Hast du das weggeworfen? Ich unloade extra alle Pistolen und schmeiß dann die Munition weg, die ich unloadet habe, die ich mitnehmen wollte, Mann. Was ist besser, die Straßenschilder oder die Metallplatte? Ist jetzt die Frage, Mann. Also ich würde sagen, die Metallplatte, weil die ist auch in den Drops drin. Okay. Aber auch rein von der Logik her würde ich sagen, Metallplatte. Okay. David, ich vertraue dir. Wenn es jemand weiß, dann bist du es, David. Hätte ich jetzt an deiner Stelle nicht gemacht, aber es ist trotzdem eine sehr weise Entscheidung. Moment. Jetzt erstmal nach Berlin absetzen und dann ein Haus besetzen oder so. Ja. Habe ich im Fernsehen gesehen. Ich habe gehört, das haben da Leute schon öfters gemacht. Muss ja was dran sein, ne? Ich habe gehört, es macht Spaß. Viel Spaß und Spannung für die ganze Familie. Auf jeden Fall Spaß und Spannung, wenn man in so einem Rober wohnt im Winter. Ja, kannst ja nur eine Tonne klauen und dann Sachen in der Tonne anzünden. Ja, wie wär's, wenn man, keine Ahnung. Oh Gott, und dann gehen wir jeden Tag Container hinter Edeka. Edeka, gesponsert, das Video ist übrigens gesponsert bei Edeka, Containern. Oh Gott, du bist ja schon bei mir, what the fuck? No. Oh, jetzt muss ich wieder suchen. Oh. Reflink übrigens in der Beschreibung. Ja, Reflink in der Beschreibung. Der Reflink ist eine vierstellige Zahl für das Vorhängeschloss vom Container in Dortmund-Scharnhorst. Das ist hilarious, Alter. Stell dir mal vor, wir würden irgendwie so, keine Ahnung, Geocaching machen, so Geocaching mit Rewe-Containern hinter. Aber der heutige ist übrigens in Frankfurt. Hui! Das drin ist ein schöner Abfall. Ah, ich hab's wiedergefunden. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Schöner Abfall wegen Frankfurt. Sagen wir mal, was magst du an Frankfurt nicht? Keine Ahnung, ich finde, es ist einfach eine unglaublich unschöne Stadt. Aber ich, weißt du, so im Grünen aufgewachsen, weißt du, mit Bäumen und Wäldern um dich rum und so und richtigen Wäldern. Da ist, ja, so mit richtig viel Bäumen und so, richtig Wald und wo man sich verlaufen kann, wenn man keine Ahnung hat. Okay. Und dann qualvoll verhungert. Nein, gut, so groß ist er vielleicht dann doch nicht, aber kommt immer auf die Intelligenz der Menschen an. Sorry, aber ich habe keine Ahnung, wovon du redest, muss ich zugeben. Von Wäldern? Ja, aber worauf willst du hinaus? Das ist die Frage. Oh mein Gott, guck dir das mal an. Oh, und du hast eine Leiter gefunden. Vermutlich ein Schrott, ja. Ich würde damit eigentlich nur sagen, dass es so ein richtiger Wald ist, weißt du, nicht so ein Park oder so. Okay, und jetzt kommt Frankfurt ins Spiel. Richtig. Mag ich nicht, hässlich. Nee, keine Ahnung, das gefällt mir einfach nicht. Das ist nicht, ich finde, das ist keine schöne Stadt. Ich meine, so als Hauptstadt von Hessen? Ich hasse dich. Warte mal.
Nice. Boah. Sorry, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ja, hast du den schön weggeflammt. Das war echt hart, Alter. Oh, yes. Deine Hose. Oh mein Gott. Der hat gutes Zeug dabei gehabt, glaube ich. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was der ganze Scheiß hier ist, aber... Du hast mir gar nicht vorgewarnt, sehr gut. Ich höre selber noch was hinter mir. Just saying. Nein, du sollst dich natürlich auch nicht vorwarnen, Mann. Das wäre Cheating. Are you sure? Ja, auf jeden Fall. Du darfst mir auf gar keinen Fall vor sein. Das ist richtig low, Mann. Are you really sure? Yes, David, I'm really sure. I'm really, really sure. Ich mag die Shots echt. Ja, was hast du denn da? Was ist das denn? Was denn? Hast du gerade Tabletten in der Hand gehabt oder was? Nein. Um auf das Thema zurückzukommen. Nee, keine Ahnung. Ich bin halt auch kein Großstadt. Ich habe übrigens den Typen da hinten in der Ferne gesehen. Oh, hier ist ein Charlie drauf, Alter. Holy fuck. Okay, let's bumps den Typen, den ich hier gerade irgendwo links gesehen habe. Ich hab ihn grad gehört. Vermutlich nur an mir vorbeigelaufen. Du siehst übrigens mega creepy aus mit der Maske und ohne Hose. Hast du immer noch deine Hose an? Nein. Mach nix. Nice, schön die Team-Nubs abgeknallt. Waren das die Teamer, Alter? Boah, wow. Ja. Richtige Spassis, Alter. Oh, hab ich beide gekillt, Alter? Ja. Krass. Bin ein bisschen stolz auf mich gerade. Das ist auch durchaus gerechtfertigt. Granate hat der dabei. Holy shit, Alter. Okay. Oh, du hast eine Hose an. Ja, ich habe mir extra einen angezogen, weil du die ganze Zeit... wie kann man den Schalldämpfer draufbauen? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich in Rust einfach null aus. Modifications. Alles klar. Sag ich eine AK mit Charlie. Eili drauf, das sieht ziemlich lustig aus. Ich hab Angst. Vor allem ist der Gewehrkolben einfach... warte, David. Der hat die. Oh mein Gott, der hat bunte Munition. Das heißt, die ist krass. Okay, fucking shit, Alter. Ich muss dir jetzt die Runde gewinnen. Ich würde sagen, der Gewehrkolben ist ein Schaufelgriff. Oder nicht? Angenehm für eine Schulter. Okay, das. Ich weiß nicht, ob der Helm hier besser ist, ehrlich gesagt. Ah, da. Oh doch, ich glaube, der ist besser. Man kann übrigens draufklicken, dann sieht man, was die so können. Oh, okay. Den Polizeischutzhelm, oder was? Ja genau, der Polizeischutzhelm, ne? Was ist das hier? Ach du heilige Scheiße. Alter, was war das? War es das, was ich dachte? Ja. Das war der schlechteste Schuss in der Geschichte der schlechten Schüsse. Warte mal. Wow.
Boys. Sterben. Das beißt mich. Ich meine, es sind viele dreckige Teamer dabei und das beißt mich. Als Rust Noob schleiche ich mich gerade ganz gut, ey. Ja, ist eine Tabelle der Erste, ne? Ernsthaft? Ja. Oh, trafft auf! Psch, 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 Alter. Ich bin direkt in der Mitte, Alter. Bleib jetzt hier drin, bis ich Schritte höre. Warum ist deine Waffe so komisch abgehackt hier? Shit, man sieht meinen Cheat, Dave. Oh no! Ja, Cheat aus. Ich höre Schüsse. Unglaublich creepy, ne? Die ganze Zeit dieses Buschrascheln, ne? Das hören vermutlich auch Feinde. Feinde. Slash Armor. Jemand hat mich Nazen angeschrieben. Hört auf, mich anzuschreiben. Das ist der Chef von der Radiation. Moment. Was ist das für ein Geräusch? Schießt der jemand mit Pfeil und Bogen? Das kann gut sein, ja. Ich habe mich auch gerade gefragt, was das ist. Jo. Oder ist es eine Armbrust? Warte. Ich habe irgendwas rechts von mir gehört. Schießt auf jeden Fall irgendwas. Da unten war er, glaube ich. Ich glaube, vergessen wir die beste Munition. Weiß es leider auch nicht. Wie gesagt, nie wirklich groß Armer, sag ich schon. Rust gespielt. Drei Spieler bleiben noch. It's getting interesting. Übrigens, du kämpfst gerade gegen ein Team. Ernsthaft? Ja. Das ist asozial, Alter. Habe ich den Typen getötet, auf den ich gerade geschossen habe? Ja, du siehst es aber auch links unten, muss man aktivieren vielleicht. Ja, ich glaube, ich habe das blöde Overlay nicht aktiviert. Okay, wenn ich gegen ein Team kämpfe, dann... Soll ich sagen, wo sie sind? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Alter, das ist echt low, Mann, Alter. Keine Ahnung. Wie lade ich die Munition ein, ist die Frage. Das ist die normale Munition. Schaden. Oh Gott. Ich sehe leider nicht, in welche Richtung mein Charakter guckt. Ah, jetzt, oder? Bitte. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich laufen muss. Ich sehe es nicht. Oh, Wichser. Ah. Hope you're proud, bitches. Ah, das sind genau die gleichen, die auch gerade gewonnen hatten übrigens. Genau das gleiche Team.
Der Eminem war definitiv egal. Also war gut für den ersten Tag im Sommer. Ah, Mann. David, ja. Wir müssen... Oh, das war... Ey, ohne Scheiß, ich dachte zumindest, dass ich den einen jetzt erwische. Aber der Typ hat sich instant umgedreht, mir instant einen Klick gegeben, Alter. Fucking Battle Royale, ey. Diese Rust-Legenden, ey. Na gut, wie hat's euch gefallen, liebe YouTube-Zuschauer? Die Runde hier nehme ich auf jeden Fall, die war super. Und die hat heute diesmal keine Diskussion über Arthritis drin, wie die erste Runde. Und David hat seine Meinung zu Frankfurt gesagt. Was haltet ihr von Frankfurt? Kommt ihr aus Hessen? Und wie gefällt euch Battle Royale? Ich muss erstmal mich beruhigen. Heilige Scheiße. Und meine jetzt Nase schon. Ich hab. Oh ja. Und Wein, Mann. Auf geht's. Vor allem die Runde, wo ich so früh gestorben bin. Sorry, David. Komm her. Okay. An meine Brust. Ja, jetzt geh weg hier.